Statt mehr Klarheit herrscht nach der Mitgliederbefragung nur noch mehr Chaos bei der SPD. Angesichts des knappen Ergebnisses zeigt sich Leni Breimeyer gestern im Schmollmodus und wirft hin. Herausforderer Castellucci verliert zwar diese Wahl, will aber dennoch kandidieren. Dafür haben die User bei Twitter nur hämische Kommentare. Bravo, ihr habt die SPD Bavue tranchiert, mit chirurgischer Präzision. Wahlbeteiligung von 53%? Also 47% haben kein Interesse oder Vertrauen in die Kandidaten? Beide Kandidierenden sind Minister des Bundes. Beide können nicht wirklich überzeugen. Auf geht's, ihr Minister des Landes. Und da kommt Andreas Stoch ins Spiel. Immerhin ein Name, der in Baden-Württemberg einigermaßen bekannt sein dürfte. Der Fraktionschef denkt zwar darüber nach, hat sich aber noch nicht entschieden. Dabei ist doch wohl eines ziemlich klar. Die SPD braucht eine neue Linie und vor allem ein neues Gesicht an der Spitze, um nicht völlig in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Aber kann Castellucci den Sozialdemokraten ein neues Gesicht verleihen? Wissen Sie denn, wer der junge Mann hier ist? Nee, keine Ahnung. Noch nie gesehen. Nein, tut mir leid. Ich vermute mal, dass es ein Politiker ist. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich den jetzt zuordnen würde. SPD will die Breimeyer absägen, ja, hat auch geklappt. Ist das der Carlucci? Castellucci, genau. Castellucci, genau. Da bin ich ja fast richtig, ja. Also das ist der SPD-Typ, der verloren hat, aber der jetzt wieder antreten will, weil er gesagt hat, wir haben jetzt keine Kandidatin mehr, Breimeyer ist zurückgetreten und es ist zwar nicht wirklich demokratisch, aber wenn sich kein anderer findet, mache ich das. Das Gesicht ist teilweise also schon bekannt. Den Namen muss ich Castellucci noch machen. Übrigens hat ein Drittel unserer Befragten den SPD-Mann erkannt. Ein Ergebnis, das sich die Partei wohl auch bei einer Wahl mal wieder wünschen würde.